Moin und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich sag mal tut tut, denn wir kümmern uns heute mal um ein kleines Auto, besser gesagt um zwei. Einen wollen wir davon versuchen zu retten und von den anderen beiden, da müssen wir gucken, ob es passt, ob wir den retten können und ansonsten wird der erstmal an die Seite gepackt, der eine davon. Müssen wir schauen, ja. Und zwar geht es hier um einen Porsche, einen BMW, einen Land Rover und einen Mercedes. Tja, breites Spektrum, wa? Nein, ist kein Spektrum, ne? Also nicht, dass ihr das so versteht, ja. Ja, also schauen wir mal. Ja? Ein paar könnt ihr ja schon mal sehen. So, mal eben in die Tulpenbeete hier gegriffen. So, die beiden hier wollen wir gucken, dass wir hier die Achse hier rüber kriegen, weil die Hinterachse ist hier nicht mehr zu gebrauchen, ja? So, ne? Weil das hat sich hier irgendwie rausgerissen. Vielleicht reicht es auch, wenn wir den einfach aufschrauben, das wieder einklicken können, wäre natürlich ideal, ja? Deswegen machen wir den jetzt als erstes auf, dann haben wir das Problem mit dem Porsche nicht, aber der Porsche muss wahrscheinlich eh geschlachtet werden. Dem fehlt nämlich ein Rücklicht. Und das kann dauern, bis ich da eins zusammenkriege. Ja? Also je nachdem, wie häufig die Autos vertreten waren und wenn ich so ein Konvolut ankaufe, ob die dann auch dabei sind. Ja? Das ist immer so fraglich. Ich glaube, der Land Rover hier dürfte dann doch schon eher seltener sein. Dem fehlt nämlich die Vorderachse. Und zwei Spiegel fehlen ihm auch. Ne? Aber ich sag mal, die Spiegel sind da dann das geringste Problem, weil wenn das jetzt für ein Kind ist, dann ist das eh egal, sag ich mal, bevor das da abbricht. Ja, ne? Und ein Blaulicht fehlt ihm hier auf der Seite. So, wir lösen jetzt mal hier die Bodenplatte, also den Unterboden. Ganz vorsichtig. Ja, das ist total weggebrochen hier, Leute. Also mit einfach einklicken ist da nichts mehr. Ja? Hier ist das eine Teil. Die eine Seite. Ja? Und hier ist dann die Achse. Mit dem Teil. Hier. Ja, mit dem Rest davon. Eventuell können wir die Achse hier verwenden. Nö, das wird ein bisschen klein, glaube ich. Ja, wenn man mal so schaut. Der Durchmesser passt da nicht so ganz. Schade eigentlich. Schade, schade, schade. Aber dann kann ich das hier wegklippen. Dann kann ich die Hinterachse hier rausholen. Aus dem bisschen Restmüll hier. Ja, wenn das natürlich komplett scheitern sollte, dann werden wir natürlich das ganze Modell schlachten müssen. Ja, zwangsläufig. Aber wir hoffen mal nicht, dass wir soweit gehen müssen. Ja, da bin ich mal gespannt. Also ein Porsche ist eh klar. Ja, na. Sag mal. Ja, warum drehe ich die per Hand los? Ganz einfach. Mit einem Akkuschrauber, mit einem kleinen. Erstmal verbrauchen wir dadurch Strom. Ja? Wir wissen ja alle, Strom ist knapp. Und zweitens vergrießknallen die Schrauben dann eher. Also sprich, ja, dass man die dann rund geschraubt hat. Ne? Und darum mache ich das per Hand lieber, weil dann kann ich auch den nötigen Druck aufbringen. Ja. So. Bis hierhin sind sie wenigstens identisch. So. Gut. Ja.
Jetzt haben wir natürlich ein kleines Problem. Ja. Nämlich, dass wir hier die Abdeckung haben, die haben wir hier aber auch. Jetzt müssen wir das irgendwie hier mal abtrennen. Wunderbar. So, jetzt haben wir es eigentlich so, wie wir es haben wollten. Wir müssen den eigentlich nur da unter wegkriegen. Dann müsste der uns eigentlich schon entgegengesprungen sein. Oh. Aber das macht er hier gerade nicht so. Kann sein, dass er irgendwie schon lose ist, so ein bisschen. Müsste ich mal gucken. Ja, das ist alles so eine Wissenschaft hier für sich. Ja, wir haben jetzt einfach mal ein bisschen hier mit dem Schraubendreher leicht gegengedrückt. Dann müssen wir nur gucken, wie der sich hier hinten hält. Ja, und dann kriegen wir den auch gleich los hier. Man will natürlich auch dann nichts kaputt machen. Ja, je mehr Teile ja auch erhalten bleiben, desto besser ist es. Besonders nachher für den, der es am Ende kaufen möchte. Hier haben wir die hinteren Seitenscheiben jetzt vom Porsche. Na? Hat er nicht mal eine Frontscheibe gehabt? Wo ist die denn? Keiner bewegt sich. Hätte schwören können, er hat eine Frontscheibe gehabt, aber frag mich jetzt nicht, wo die abgeblieben ist. Merkwürdig. Naja, was soll's. Wird eh geschlachtet. So. Was wir dann natürlich auch in meinem Verkaufsportal finden werdet. Ne? Die Teile davon. Vielleicht ja nicht mehr genau bezeichnet, weil ja, ich sag mal, bei vielen Teilen kann man schon mal durcheinander kommen. Ne? Aber einfach mit euren Teilen abgleichen, ob das irgendwie passt. Und dann sollte es gehen. Ja, ich brauche mal eben irgendwie einen Schlitzschraubendreher, weil sonst komme ich nicht weiter. Das hat so keinen Sinn hier, die ganze Nummer. Aber mit der Frontscheibe ist schon witzig. Heckscheibe habe ich. Und da ist sogar hier das schon hier getrennt gewesen. Von der Frontscheibe. Und dann taucht die Frontscheibe nicht mehr auf. So. Ich bin schwören, dass sie hier irgendwo runtergeflogen ist vielleicht. Ja, also bin auch völlig unschuldig. Ne? Kann natürlich auch sein, dass sie schon komplett raus war, ich das nicht gemerkt habe oder was. Kann durchaus passieren. Ja. Im Zweifel gehen wir hier wirklich mit harten Bandagen ran. Das heißt, hier den Clip hier weg und ja, was will man da sonst machen, ne? Haben wir wenigstens einen gerettet und dann ist doch auch allen geholfen hier. Ich meine, klar, der Friktionsmotor, der hier ursprünglich drauf war, drin war oder drin sein sollte, da gab es nie einen zu irgendwie. Das hat mich allerdings auch gewundert. Tja. Also der sitzt schön fest drinnen, wo der eigentlich nur eingeklipst ist. Ja. Kann natürlich auch sein, dass ich hier hinten erst ran muss, um dann nach vorne zu kommen. Wo wir dann aber wieder das Problem haben,
Ja. Besteht natürlich immer die Gefahr, dass das wegbricht hier, ne? Ja, wahrscheinlich müssen wir das komplett zerlegen hier, das Teil. Also da haben wir keine andere Chance, Leute. Keine andere Wahl. Hätte es gerne anders gelöst, keine Frage, aber wer nicht hören will, muss fühlen. Ja. Ja, ich meine, gut, der ist hier auch ein bisschen groß, aber da haben wir natürlich die bessere Hebelwirkung mit. Na, nützt uns nur nichts, wenn wir sie nicht vollständig ausreizen können. Können wir nochmal gucken, ob wir den nochmal ein bisschen reingedrückt kriegen. Und dann nochmal ran. Wie gesagt, für Notfälle habe ich immer noch die Zange hier liegen. Was ich mir auch noch vorstellen kann, weil der ging jetzt nicht so locker raus wie der. Und der war aber gut, der ist natürlich gebrochen hier, aber wir haben ein entscheidendes Designmerkmal hier. Und zwar haben wir hier links und rechts noch diese Flügel. Ja? Die müssen wir noch wegmachen dann. Und dann denke ich mal, dass wir da dann tatsächlich erstmal gucken wegen Spurweite. Ja gut, da können wir ja im Zweifel doch noch. Ja, oder belassen wir das so? Das ist jetzt das große Rätsel hier. Ja. Kann natürlich sein, dass das hier auch fest reingeklebt ist. Von seitens des Herstellers hier. So dass wir gar nicht erst die Möglichkeit haben, das rauszuholen. Obwohl es ja offensichtlich ist, dass es irgendwie rauszubekommen sein müsste. Und das ist es aber nicht. Ich kann auch nichts hier groß erkennen, wie wir das am besten hier lösen können. Aber wir kommen auch hier nirgendwo richtig drunter, schon gar nicht mit dem Flunken hier. Ja. Tja, da bleibt uns wohl nichts anderes übrig, als zu sagen, wir werden das komplett so belassen, wie es ist. No. Den Wagen hier natürlich so wie er ist zerlegt lassen. Ja. Und das gleiche gilt dann auch für den BMW. No. Und damit ist das Thema eigentlich schon wieder gegessen. Den lassen wir auch so mit der Frontscheibe, also mit dem ganzen Scheibeneinsatz hier drin. Damit wäre der erstmal soweit geschlachtet. Da machen wir uns das jetzt ganz einfach, weil ja, wenn nachher jemand diesen Unterboden hier braucht, ja, oder geschweige denn sich den hier wieder herrichten möchte und dann eben den Unterboden auch noch dazu braucht, dann hat er ja die Möglichkeit, beides zusammen zu kaufen bei mir und hat entsprechend schon mal die Teile dann da. Weil ich habe keine Lust, hier irgendwas kaputt zu machen nachher, völlig zu zerstören, was gar nicht nötig wäre. Also das wäre ein bisschen kontraproduktiv, nicht nachhaltig und das ist nicht in meinem Sinne. Ja? Irgendwann wird sich auch hierfür eventuell ein Reifensatz finden. Na? Vielleicht wird er auch vorher schon verkauft, das weiß ich nicht. Na? Ich meine, abgesehen davon, die Reifen hier sitzen eben ein bisschen komisch drauf. Na, wenn man mal schaut. Ja, das ist dann auch nicht so pralle. Na, wenn hier mal jemand verkehrt rum aufgezogen hat.
Können wir ja mal probieren, wenn wir die jetzt andersrum aufmachen. Alles ein bisschen mysteriös hier. Aber so ist das. Man weiß eben nie, was man genau kauft und was man dann bekommt. Ja, das ist ja immer eine Überraschung. Ja. Und ja, es ist immer schade, wenn die Fahrzeuge so dermaßen kaputtgespielt werden, na, dass sie dann leider geschlachtet werden müssen, statt dass man noch ein bisschen drauf achtet als Elternteil, ja, dass die Autos natürlich auch länger halten und vielleicht sogar auch für den nächsten Spieleinsatz gebraucht werden können, ja. Und ja, das ist hier leider nicht gegeben. Ja. Na. So, jetzt habe ich ein bisschen Arbeit hier reingesteckt. Und schon sitzt der Reifen ganz anders. Na, also gut, kriegt man mit Sicherheit auch so wieder hin. Wenn man nicht immer alles abzieht hier direkt, sondern einfach nur mal ein bisschen zurückzieht. Wenn man Glück hat natürlich, wenn man Pech hat, eben nicht. Ja. Naja, gut, nee, scheint tatsächlich so zu sein, dass es hier zwei Richtungen gibt. Und ja, das ist dann auch nicht so toll, ne? Wenn einige dann auch so talentiert sind beim Spielen, ja, Reifenwechsel spielen wollen und dann die Reifen doch verkehrt rum aufziehen, da möchte ich dann nicht in der Werkstatt gewesen sein. Ja. So. Gut. Auch hier sitzt der Reifen wieder ordentlich. Ja. So, mehr können wir hier nicht tun. Natürlich haben wir hier das gleiche Phänomen, ja, einfach umdrehen die Gummis und fertig ist. Auch hier sitzt er sogar richtig, nur auf der anderen Seite nicht. Das ist kein Problem. Drehen wir auch noch mal eben schnell um. Ne? Dann haben wir wenigstens ein bisschen was gezeigt im Video wieder. Ja. So. Ja, dadurch, dass sie dann auch gerne so zum Spielen verwendet werden, die Reifen, haben wir natürlich auch oft das Problem, dass dann eben die Reifen nicht eventuell mal nicht mehr ganz so passen. Ja, dann haben wir da so ein bisschen, dass man da so ein bisschen was von der Felge mehr sieht, was man gar nicht sehen sollte. Ja? So. Und jetzt sitzt es wieder. So, dann haben wir natürlich auch die Heckscheibe dabei mit den Seitenscheiben. Ja, oder ja, das ist die Heckscheibe. Ja. Wenn ich die Frontscheibe noch irgendwo finde, klar, dann wird die auch mit wegsortiert. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob da jetzt eine drin war oder nicht. Keine Ahnung. Ja, und wenn ja, wo ist sie? Na? Gut. Dann würde ich mal gucken. Hier muss ja nur eine einfache Achse durch. Ja, das geht natürlich von der Länge her nicht. Das sehen wir ja schon. Ja, jetzt probieren wir uns mal mit dem hier. Er hat zwar etwas breitere Reifen, aber wenn das passt, könnte uns schon geholfen sein. Gut, der war ein bisschen zu groß, habe ich mich vergriffen. Nehmen wir doch einfach mal den hier. Natürlich müssen wir wieder beide Schrauben lösen. Gut, der wird ja auch geschlachtet hier. Gar keine Frage. Ja. Der hat schon halbe Spacks drin hier. Ja. Sah eben so aus, als wenn da keine Schraube mehr drin wäre. Nach hinten geht ganz leicht. Guck mal einer an. Ja, so.
andere. Da wollte er gerade abhauen. Sich seiner Schlachtung entziehen. Also hier Armaturenbrett, hier das ganze Innenleben, das fliegt alles raus. Ja. Grund hierfür die gesamte Scheibe. Ja. Die gesamte Glasoberfläche, kannst du sagen, ja, die ist komplett hinüber. Ja. So, die Türen lasse ich so dran, weil hier die Feder richtig, also das ist hier so eine Flachfeder, sage ich mal, also einfach nur so ein kleines Stück Eisen, was das Ganze so ein bisschen abfedert, ja, so ein gerades Stück, ja, was mir schon gebogen wurde. Und wenn wir die Türen da jetzt rausnehmen, dann hätten wir das als Einzelteil alles da. Das kann man dann immer noch mal klären. Ja? So, wollen wir mal kicken, ob wir das überhaupt hinbekommen hier. Und der nächste Problemfall. Auf jeden Fall ist die Vorderachse einzeln hier drin. Was schon mal sehr gut ist. Jetzt aber die Frage, kriegen wir die Achse so gut raus? Weil hier sind nämlich zwei genietete Punkte. Und das wird zum Problem. Also die denken sich schon was aus, um es uns schwerer zu machen. Ja? Und hier sieht man auch, ja, dass es nicht gerade einfach wird. Schon gar nicht, wenn hier irgendwelcher Kraut drin ist. Schauen wir mal. Oder zumindest so weit anheben, dass wir die Achse mal eben kurz rauskriegen. Das wäre auch schon hilfreich. Ja. Dann wären wir ja auch schon happy. Aber nö. Also auch hier ohne Zerstörung geht hier wieder nichts. Ja, also das heißt, auch das geht so an der Seite. Ja, damit wäre das Projekt hier auch gescheitert fürs Erste. Schade. Ja, den hätte ich wirklich gerne gerettet. Ja, weil das ist wirklich noch ein schöner alter Range Rover. Ja, Land Rover, Rover, wie man auch immer sagen will. Ja, schade eigentlich. Und mal gucken. Vielleicht meldet sich ja einer von euch, der hier eine Frontachse hat, eine Vorderachse, und möchte den gerne erwerben. Ja, natürlich zum fairen Kurs plus Versand ist kein Problem. Und ja, also der ist auf jeden Fall eine Rettung wert. Ja? So, und vielleicht hat er ja auch noch Spiegel rumfliegen, ja, und sucht dringend genau nach so einer schönen erhaltenen Karosserie noch. Ja, kann ich auch mal genauer zeigen hier. Klar sind ein bisschen Spuren vorhanden vom Spielen, das ist klar. Ja. Aber ansonsten steht er wirklich super da. Ja. Achso, Hersteller ist Hongwell. Ja, und das Maß könnt ihr euch ja in etwa ausdenken. Ich denke mal so 1:43, so in dem Ding wird er liegen. Ja. So, ja, der Rest, alles nur noch Ersatzteile hier. Und ja, nach der Frontscheibe muss ich suchen. Schade. Also, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like, Kommi, Abo da. Na? Ansonsten bleibt mir wohlgesonnen und bis zum nächsten Video, ja.